Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, wir sind wieder hier in diesem Dungeon, wo wir letztes Mal aufgehört hatten. Und ja, wir fahren hier jetzt erstmal runter, also mal schauen. Ah, okay, hier unten wird das dann größer. Oh. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass der so auf uns ballert. Aber wir nehmen das alles mal mit. So. Komm. Was ist denn das alles hier? Egal, nehmen wir trotzdem mit. Wir haben jetzt schon so viel. Okay. Können wir von hier jetzt nochmal hoch? Ah, hier haben wir nochmal Loot. Tatsächlich, hier. Dass wir das alles einmal nochmal zwischenlagern. Ah, da oben ist auch noch einer, wartet auf uns. Habe jetzt auch nicht mit gerechnet, dass da jetzt jemand wartet. Aber ich finde schon, dass er könnte hier ruhig ein bisschen schneller gehen mit dem Fahrstuhl. So, jetzt können wir erstmal alles removen. So, und hier das alles. So, und jetzt wieder runter. Vielleicht nochmal kurz ein Safe Game. Kann ja sein, dass wir jetzt gleich irgendwie ein bisschen so doof sind und hier runterfallen. Da, genau. Der wird uns oder die wird uns da nicht treffen. Wir müssen mal einen Weg nach oben suchen. Ah, hier. Den wir auch noch springen dürfen. Toll. Aber jetzt müssen wir hier oben sein, ne? Da. Und wieder runter. Ein Grizzlybär ist gestorben. Okay. Da ist die gute Dame. So, alles mal mitnehmen. Okay, wo sterben die? Ich will's wissen. Gibt's hier vielleicht irgendwo noch einen Geheimgang, von dem ich noch nichts weiß? So. Steuerung ist aber auch irgendwie alles andere als angenehm, der Map. Oder gibt es hier vielleicht eine geheime Tür? Ne, aber hier und hier haben wir noch eine Tür. Jetzt ist die Frage, kann man die sehen? Kann man sehen. Und den kann man auch sehen. Okay. Ne, das kann man nicht looten. Okay. Ja. Gute Dame, tut mir leid, aber das muss so sein. Okay, und hier? Wo komme ich hier an? Okay. Das eine führt nach oben, das andere nach unten. Okay, das finde ich jetzt irgendwie krass hier. Aber auch sehr stark verwirrend. So, aber wir müssen jetzt einmal zurück. Wo war denn das? Hier war's. Ist das für den? Ja, das für den hier, okay. Wir müssen einmal zum Ausgang zurück.
Und irgendwie diesen komplizierten Weg. Ja, es ist allgemein hier jetzt kompliziert, so mit diesen hoch, runter und so weiter. Machen wir eins nach dem anderen erstmal vielleicht. So. Autsch. Ich hatte irgendwie gehofft, das würden wir ohne Schaden schaffen. Komm, kann ich hier irgendwie klettern? Ja, wirklich schneller bin ich dann auch nicht. So. Dann einmal wieder alles removen. Aber das wird jetzt auf jeden Fall ein interessanter Dungeon, finde ich. Vor allem so viele verschiedene verzweigte Wege, die es hier gibt. Okay, jetzt kriegen wir keinen Schaden. Nice. Können wir die eigentlich irgendwie removen? Dass die irgendwie weggehen? Despawnen? Jo. Das war jetzt krass. Das ist mittlere Maustaste. Dass er einfach anfängt zu rennen. Unten war das jetzt nicht mit dem Wolf, ne? Werwolf. So, da hinten haben wir auch noch irgendwas, oder? Ne, ist nur ein Stofffetzen. Okay, jetzt. Ich würde sagen, wir fangen lieber doch hier an. Ah, hier ist der. Die Bärtöterin. So, und was ist mit den Bären? Was? You pluck your arrows? Was stand da? Nee, hier steht das jetzt auch nicht. You pluck your arrows? Ich wünschte, ich hätte das jetzt irgendwie gelesen. So, aber egal, wir gehen jetzt hier hin. Hier ist auch niemand. So. Ah, und jetzt sind wir hier. Okay. So, successful backstep, Giant. Was? On the map, the scrap of parchment shows the location of the tomb of Darkuluf. You record it on your map. Darkuluf? Soll er hier irgendwo sein? Hm. Oder ist das auf der großen Map? So, wir gehen erstmal hier hin. Ah, Centaur. Hatten wir lange nicht mehr gehabt. So, und noch eine Map. A finely drawn vellum reveals the secret location of Ruins of Hearthhouse Manor, which you record. Noch eine neue Map. Und wir haben hier jetzt was bekommen gehabt? Elven Graves. Aber unsere Adamantium Graves sind besser als die Elven. Ich würde sagen, hier sind wir noch gar nicht fertig.
habe keine Ahnung, wofür das jetzt war, aber... Und hier haben wir nochmal einen Centaur. War das für hier? Hier unten waren wir ja schon mal. Okay. Und hier ist ja sogar ein weiterer Gang. Ich habe nur keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Da waren wir aber noch nicht. Yo! Erschreckt mich nicht. Mithril Graves oder Adamantium Graves? Hier plus 15. Hier plus 15. So, equip. Wir haben hier Mithril. Mithril, Mithril, Mithril. Ich glaube, die gefallen mir schon ein bisschen mehr. Aber die sind ein bisschen neuer. Sehen wir uns ein andermal genauer an. So, hier waren wir jetzt gerade. Wo wir noch nicht weitergegangen sind. Genau. Und hier oben. Wir haben hier auch noch einen Weg nach oben. Aber wir fangen erst noch erstmal hier nach unten an. So. Und hier rein. Ach. Hier kommen wir wieder an. Wer hätte das denn gedacht? Okay, dann gehen wir mal wieder hoch. Genau, das war die Tür. So, und dann schauen wir jetzt mal hier. Wo war denn der schöne Treppenaufgang? Da. Das war der, der fehlt. Ja, ich komm nicht zu dir. Du. Das funktioniert nicht. Okay. Schade. Jetzt ist die Frage, kommt das jetzt hoch? Das kommt hoch. Wofür ist das? Das ist nicht für den hier. Bestimmt für unten. Das eine. Müssen wir vielleicht mehrmals ausprobieren. Immer wieder mal hoch, runter. Und gucken. Achso, das war jetzt der hier. Aber wir gehen jetzt auch damit nochmal hoch. Und bewegen das eine Teil da nochmal. Und schauen... Wo war denn der da? Ob sich jetzt da unten was bewegt? Also mit da unten meine ich jetzt hier, diese eine Wand da, oder? Ja. Es hat sich getan. Alles klar. Okay, hier gibt es zwei Stühle. Und wieder mal zwei von den Dingern. Wo ich keine Ahnung habe, was die jetzt auslösen. So, und der hier nochmal vielleicht. So, wir gehen erstmal hoch. Boah. Ich hatte jetzt gerade echt Panik gehabt, dass ich jetzt hier runterfalle. So. Und da ist die kleine Ratte.
So, und das auch noch einmal alles mitnehmen. So, was ist das? Können wir nichts mitnehmen. Okay. Das auch nicht. Jo. Nochmal dies und dies. Achso. Das hat jetzt das hier zugemacht. Ich würde sagen, wir machen ein Safe Game für den Fall, dass wir runterfallen und hier den Climbing Mode nicht. Okay. Das haben wir geschafft. Das haben wir überlebt. Jetzt nochmal nach ganz unten. So. Mal schauen. Ah, hier haben wir die Fledermaus. Die Fledermaus hat den Bären hier gekillt. Ernsthaft. Boah. Der hat mich jetzt erschrocken. So, und dann hier lang. Okay, lass mich raten. Das ist... Ne, das ist... Ah, das ist der hier. Okay. Das ist schon der Eingang. So. Dann schnell wieder hoch. Und hier ist das Ding auch wieder zu. So. Einmal hier rum. Wir müssen jetzt einmal den Ausgang wieder wiederfinden. Wo der nochmal war. Hier geht es auch nochmal runter. Aber ich glaube nicht, dass das zum Ausgang führt. Wir gehen erstmal hier hin. So. Und dann war es, glaube ich, hier, oder? Ja, hier war das. Autsch. Und jetzt wieder hoch. So. Einmal Inventar wieder leer machen. So, ne, nicht equippen, sondern removen. So, hier haben wir sonst nichts, das hier aber noch alles. Komm, Gold können wir auch die 3199 mal draufpacken. Und einmal wieder safen. So, und wieder runter. Das mit dem Fahrstuhl ist das Einzige, was mich jetzt hier gerade an dem Level, also dem Dungeon hier, aufregt. So, jetzt können wir hier runter. Da ist keine Tür, okay. So, und wieder hoch. Ah, nein, hier, das Springen habe ich voll vergessen. Und hier hatten uns einige Türen ja gefehlt. Den hier zum Beispiel, oder? Ne, den hatten wir sogar schon. Was ist das hier? Ich glaube, hier hatte uns noch was gefehlt. Genau die Tür. Aber mehr gab es hier jetzt auch nicht. Okay. Und auch keine Geheimtüren. So, da muss es nur noch hier irgendwo. Da hatten wir ja noch ein paar Türen gesehen. Die Tür zum Beispiel.
die nichts hat. Was war jetzt mit der Treppe? Hatten wir die Treppe schon? Ah, komm. Einmal vernünftig drehen, bitte, ja? Die Treppe hatten wir... Ja, die nach oben hatten wir schon. Die nach unten hatten wir noch gar nicht. Dann gehen wir hier jetzt mal runter. So, den haben wir. Ah, da haben wir den. Asmith is dead. Without a leader, these orcs will never be more than a nuisance. Das war der einzige Ork hier in dem Dungeon. Und wir hatten den Auftrag, hier alle Orks auszuschalten. Und das war der einzige Ork. Ich glaube, ich lasse das mal einfach unkommentiert. Aber naja. Ich glaube, mehr haben wir hier auch nicht, oder? Doch, irgendwie unten hatten wir ja noch was gehabt. Wenn ich wüsste, wo das jetzt war. Genau, hier den Bereich. Dass wir dahinter noch gar nicht waren. Das würde ich gerne noch machen. Frage ist, wie kommen wir dann... Achso, hier sind wir schon mal richtig. Aber über einen Umweg wird das wohl klappen. Dass wir hier so runtergehen. Wo geht dann wohl? Hier. Und dann müssten wir hier hochklettern. Nee. Hat wohl doch nicht so funktioniert, wie ich Doch, das ist das. Oder? Ja, jetzt sind wir hier hinter. Okay. Aber hier hinter ist sonst gar nichts, oder? Hat sich echt nicht gelohnt, hier hinter zu gehen. Ich wollte jetzt wirklich wissen, was hier hinter war. Keine Geheimtür oder sowas. Nein! Boah, ich hatte jetzt echt Panik gehabt, dass ich jetzt wirklich in den Tod falle. Ja, wo ist der Ausgang nochmal? So, hier. Ah, ne, warte, wir hatten ja hier noch irgendwie was gehabt. Irgendwo. Wo es zu einem Bären hochging. Wo wir auch nicht weiterkamen. Wo war denn das? Hier war das. Ich glaube, das Tor ist jetzt offen. So. So, wo musste das denn gewesen sein? Was hier? Nee. Hier. Hier ist das. Ja, ist offen. Nice. Wenigstens das haben wir geschafft. Oh, süßes Schweinchen. Schade, dass die hier drauf gehen werden. Weil sich niemand mehr um die kümmern kann. So, das. Ich kann es nicht öffnen. So, den Archer haben wir. Aber was ist jetzt mit der Tür?
Geht das damit vielleicht? Ist da was hinter? Es ist auf jeden Fall eine richtige Tür. So, ne, nicht Dialog, sondern hier. Vielleicht machen wir einmal kurz das, weil ein bisschen Ausdauer tanken. Ich sehe schon, gleich ist meine Waffe kaputt. Komm, ihn. Ich kann damit sonst nichts machen. Okay, Schweinchen kann ich nicht töten. Was denn damit? Na, aber echt, die Tür, die regt mich jetzt auf. Ich will dahinter. Ah, okay, wir haben hier wieder zugemacht. Damit. Aber egal, dann gehen wir halt, wenn wir durch diese Tür nicht können, suchen wir uns unseren Ausgang wieder. Und dann gehen wir halt wieder zurück nach Vares, geben die Quest ab und hoffen mal, dass wir jetzt endlich irgendwie den Ruf ein bisschen erhöht haben und dass wir da von denen doch anerkannt werden, eine neue Rüstung kriegen. Ansonsten gebe ich das bei denen direkt auf, endgültig. Obwohl es schon ein bisschen Vorteil hat, so immer wieder Dungeons zu machen, so im Auftrag. Da wir die ganzen Sachen hier schon für ein bisschen Geld verkaufen können. Wo war die Tür? Ich habe hier eine Tür gehört. Wo sind sie? Ich habe keine Ahnung. So, okay, dann egal, wir gehen wieder hoch. Echt jetzt, wo sind die Türen, die die aufmachen? Egal, wir gehen jetzt raus, so. Quest ist erfüllt. You pass a stack of firewood. Was? Egal, wir, gehen zurück nach Vares hier. Alter, ist die Musik jetzt gerade sehr, sehr laut. So, wo sind wir jetzt hier? Ah, auf der Seite, okay. Und was sagt die Uhr? 9.40 Uhr. Ein bisschen Zeit haben wir. Können wir ein bisschen jetzt eben wieder verkaufen gehen. Wo ist denn der Laden? So. Hinter der Taverne auf jeden Fall. So, hier haben wir den. Dann gehen wir mal rein. Ah, angenehmer. Die Musik ist angenehmer. Dann verkaufen wir dem jetzt mal all das ganze Zeug. So, hier haben wir sonst nichts für ihn. Aber hier. So, da sind aber auch schon die Adamantium-Dinger. Bei denen, ich weiß es nicht, ob ich die jetzt abgeben will. Könnte sehr, sehr wehtun, aber wir haben ja alles hier mit Thriel.
komm, wir geben die auch ab. So, 24.000 kriegen wir dafür. 52.000 wäre das alles wert. Alter, was? Was hat er hier im Angebot? Irgendwas Gutes? Alter, was? Ich, einfach mal 25.000 fast bekommen. Ich bin da jetzt wirklich sehr sprachlos. So viel Geld. So, hier können wir aber auch noch was verkaufen. So, guter Mann. Hier. Fool's Ebony Part the Fifth. Haben wir schon öfters mal gehabt, das Buch. Und The Real Valencia Part X. Hier gab es schon dieses Buch. Die wahre Valencia. Hier, Biography of Queen Valencia. So, was haben wir hier? Warte. Invocation of Azura, The Real Valencia Part 6. Holidays of the Iliac Bay, Broken Diamonds, A Tale of Kieran. So, Iron Tower Shield, The Even Arm, The Real Valencia Part 4, King Edward Part 3, hier nochmal Part 6 von und Part 2 und Parchment. Painting, ich habe keine Ahnung, was man mit dem Painting machen soll. So, The Sage, The Asylum Ball, Akai the God, King Edward wieder, Fool's Ebony Part 4. So, was ist das denn? Casual Cloak, aber magisch, okay. Painkillers, ja. Hier, The War of Bittany. Rarest Jewel of the Bay. Part 3. The Real Valencia. Die müssten wir mal eigentlich lesen. Also hier. So, egal. Wir gehen jetzt mal Richtung Westen. Haben wir jetzt die Läden, die hier sein sollten? Da unten noch. Gehen wir mal ein bisschen schneller. So, da haben wir die General Stores, genau. Hier können wir auch noch ein bisschen was verkaufen. So, Sel, was haben wir für dich? So, ach, für ihn haben wir nichts. Aber okay, hier hat er bestimmt auch irgendwas. Straps. Genau, die wollen wir haben. Die wollen wir anziehen. Die Straps. Oder diese Straps. Oder Champion Straps. Was auch eine Idee wäre, hier diese Cloaks mal anzuziehen, so anzuprobieren. Ne, vielleicht doch nicht. Da ziehen wir vielleicht doch nicht an, die Cloaks. So, was hat der? Der muss auch noch bestimmt irgendwas Gutes im Angebot haben. Hier, die Straps zum Beispiel. Nochmal Straps, okay. Nice, das ziehen wir doch an, oder? Egal. Genug Klamotten geguckt. Wir gehen jetzt mal nach Norden. So ein bisschen haben wir ja immer noch zu verkaufen. Die Ingredients zum Beispiel. Die müssen wir ja auch noch loswerden. Und dann dürfen wir die Quest nochmal abgeben. Hier. So.
Werter Herr, ich habe hier was für Sie. Und hier auch nochmal. So, und raus. Also aus dem Wagen müssen wir ja auch noch das Geld rausnehmen. Und... So, wo haben wir das jetzt? So, weg damit. Ich betreibe hier einfach mal Umweltverschmutzung. Toll. Kinder, bitte nicht zu Hause nachmachen, ja? Bitte schön ordentlich Müll ordnungsgemäß entsorgen. Und nicht einfach auf die Straße schmeißen. So, okay, der hat hier nichts Gutes. Ich hoffe mir die ganze Zeit wirklich, dass ich hier irgendwas besser jetzt finde, als das, was wir haben. So, wir haben jetzt hauptsächlich Dwarven, also Zwergen, Dwemer oder Mithril. Dass wir jetzt von den Zwergendingern hier vielleicht auch nochmal auf Mithril bekommen. Aber die haben ja leider nichts. Selbst Adamantium wäre für mich in Ordnung gewesen. Ja. So, Steel, toll. Dwarven Broadsword, aber wir haben ja jetzt einen Mithril Saber. Das reicht uns. Ich finde schade, dass der nichts hat. Wir haben aber da noch... Ah ne, das ist wieder so ein Laden für Ingredients. Ja, aber wir gehen jetzt erstmal nach ganz Norden. Was sagt die Uhr? 10.21 Uhr. Wow. Also der hat noch zu und die haben noch zu. Das wird mir echt viel bringen. Dann gehen wir schon mal eher in Richtung Bank. Oder haben die Banken um 11 Uhr zu? Oder machen erst um 11 Uhr auf? So, wo sind die Banken? Da. Nee, aber wir haben hier so einen. Den können wir auch noch was verkaufen. So. Guter Herr. Ich habe bestimmt irgendwas für Sie. Hat der vielleicht was für mich? Türkis, Malekit, Ring. Saphir, Amber, Bracer. Ich bin mir oft nicht sicher. So, okay. Wo haben wir jetzt die Banken? Falsche Richtung gehe ich auch noch. So, dann gehen wir jetzt mal rein. Ah, der hat offen, okay. So, Banking. Alter, einfach mal 30.000. Also fast zumindest. 8,8 und dann noch die 1. Ja, wir könnten uns ein Schiff kaufen, ein eigenes. Oder wollen wir noch ein bisschen sparen? Und dann vielleicht eher ein Haus. Ich habe echt keine Ahnung. So, wenn wir den... Ah? Okay, wir können uns das so ansehen. Warte mal. Jetzt bei Schiff. Das wäre so eins. Und das wäre so eins. Ich glaube, das gefällt mir schon eher mehr. Von Schiffen. Aber jetzt Häuser. Ja.
So ein kleines Ding soll 400.000 kosten. Das gefällt mir schon eher mehr. Würde ich eher so eins nehmen wollen. Was? Der kostet sogar... Alter! 1.138.785 Gold. Danach kriegen wir so einen Palast. So. Ich will den Palast hier haben. Aber ich glaube, in den anderen Bezirken hier auf, also von Daggerfall, also wir sind ja hier in Vayrest, ich glaube, hier gibt es auch überall vielleicht andere Gebäude. So, aber warte mal, erstmal machen wir das an. Hier, Homes. Das, ah, sogar ein Dungeon hat die Insel. Crypts of Kingham. The Bucking Wing Farmstead. The Halfsmith Farmstead. Singbury. The Kingston Farmhead. Upperwick Orchard. Blackhead. Shrine of Vigreel. George Shrine. Upwale. Dann hier noch Singbra, okay. Gearsmith Orchard, Kingsley Orchard und The Morehouse Farm. Okay, schade. Ach ne, hier haben die noch mehr. So, Gallow Market, okay. Kingsley Orchard wieder. Warwich. The Ashsmith Farmstead, okay. The Gearhouse Plantation. Und all die Sausers Farm. Ja, okay. Und was mit der? Bethany? Hm. Inner Omen of Mara? Wickcroft Cabin? Ich weiß nicht. Also, wenn ich mir ein Haus suchen könnte, dann wäre entweder auf so eine Insel oder hier Küstennähe irgendwo. Aber das weiß man ja oft nicht. Und wenn, dann würde ich einen der drei Hauptprovinzen. Hier, wo haben wir Sentinel? Hier Sentinel. Oder Vayrest oder Daggerfall. Oder halt diese Inseln aussuchen. Obwohl hier bei den ganzen anderen Dingern weiß ich nicht, ob da was, ob da gute Gebiete gibt, ob da auch gute Quests gibt oder so. Müssten wir eigentlich auch mal alles rausfinden. Wir müssen auch mal andere Provinzen besuchen gehen und da mal bleiben. Als in nur Vayrest, Sentinel oder Daggerfall. Vielleicht gibt es da auch noch andere Quests, die richtig geil sind, von denen ich bisher noch nichts weiß. Was sagt die Uhr? Okay, komm, dann machen wir eine Stunde läutern. So. A one-eyed beggar hands you a letter. A woman in grey paid me to give this to you, he says. You have finished loitering. Wir haben einen Brief bekommen. Nee. Ben Slowton, Castle Sentinel. Letter after you. Use the time wasting. Ja, kennen wir. Letter, if you desire to join us, you have 91 days. Max Deus the Second, you are a thief. Do not try to deny it. You have been seen at the act. There is honor among thieves. Either join the guild or face the consequences. Steal the long shot from the Wixley residence in Gearsmith Grange. If you desire to join us, you have 91 days. Wir können der Diebesgilde beitreten, Leute. Alter, wie geil, ja.
Erstmal geben wir ab. Maybe we should consider you for membership. Not a bad job at all. Max use a second. Okay. Boah, Leute, wir können der Diebesgilde beitreten. So, dann würde ich aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Versuchen der Diebesgilde beizutreten, machen da auch noch ein paar Quests. Boah, ich bin so gespannt, wie geil das wird. Jetzt sind wir überall irgendwie ein Teilmitglied. Obwohl, der Magiergilde sind wir noch nicht beigetreten. Müssen wir auch noch machen. Ich habe jetzt echt Bock, das auch noch mal auszuprobieren, dass wir vielleicht auch ein paar Zaubersprüche lernen. Ich weiß es nicht. So. Aber wir sind jetzt wirklich Teil der Drachengarde. Wir sind Teil der Kriegergilde. Wir sind Teil der Diebesgilde. Ne, Diebesgilde noch nicht. Aber Dunklen Bruderschaft. Dann noch die Magiergilde auch noch. Da müssen wir mal schauen, wie wir das alles hier irgendwie hinkriegen zu koordinieren. Aber vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!